So, Goldana. Da gibt es noch jemanden, den wir verprügeln können. Irgendwie überschlägt... Geht schon wieder los. Ich wollte sagen, irgendwie überschlägt sich meine Zunge in letzter Zeit ziemlich oft. Wahrscheinlich denke ich schneller, als meine Zunge reden kann. Und da passiert es auch schon wieder, ne? Wo ist denn mein Schild? Wir sprechen uns noch. Leute, es gibt einen Kampf. Mach schon. Wieso hast du kein Schild ausgepackt, Junge? Was ist denn das schon? Ach, ich weiß wieso. Du bist ein blöder Host, ehrlich mal. Also, das kannst du auch keinem anbieten hier mit dir. Abgenutzt sind sie alle, sehe ich gerade. Uncool. Ja, aber das kannst du aber wirklich keinem anbieten hier mit dem. Nur weil die Spitzhacke in der Hand hatte zwischendurch und die zweihändig ist, da hat man gleich kein Schild mehr. So, wie ging das? Hier 6. Ja, genau. Wunderbar. Da müssen wir nicht jedes Mal ins Inventar gehen hier. Sondern können es einfach so machen. Das ist vielleicht einfacher. So, nochmal was essen. Ach, der sieht das jetzt gleich als Grund an, seine Schicht zu beenden. Das ist ja auch toll. Solche können wir leiden. Ja, ja. So. Nichts zu holen. Ja, will ich ja auch nicht. Ich will ja hier was holen. Ich müsste dann mal gucken, wie viel wir überhaupt haben mittlerweile. Könnte sein, dass es schon reicht. So, gucken wir mal. Gold. Where's the gold? There. 44, wenn ich es richtig sehe, ne? Yo, 44 gold nuggets, man. Okay. Wo geht's denn hier hin? Ach. Ach. Na sowas. Den nehme ich doch dankend an. Wie ist denn der hierher gekommen? Und wieso hat den noch keiner gefunden? Da liegt mal einfach so ein teures Artefakt wie ein Feuerkelch rum. Aber warum sollte man sich darum kümmern, ne? Puh. Ist ja vollkommen uninteressant. Habe ich dich schon mal verprügelt heute? Du, was? Da ist nichts mehr zu holen. So, nehmen wir noch die helle Bade mit. Ist schlimm heute, ist echt schlimm. Aber war jetzt die letzten Tage auch schon so. Nun ja, wo finde ich jetzt noch 6 Goldstücke? Mach dir keinen Ärger, klar? Nein, ich doch nicht. Würde mir nie einfallen. So, habe ich schon verprügelt? Brauche ich nicht verprügeln? Nichts zu holen. Habe ich schon geplündert? Nichts zu holen. Habe ich schon geplündert? Geh jetzt besser. Brauche ich nicht verprügeln? Ich will keinen Ärger haben. Habe ich auch schon verprügelt? Schade. Dann kommen wir jetzt hier nicht weiter, glaube ich. Ich muss arbeiten. Ja. Sei denn, wir haben hier noch irgendwas, was ich übersehen habe, aber das sieht eher wie der Ausgang aus. Oder wie ein Ausgang. War da nicht gerade noch was? Habe ich jetzt was übersehen? Irgendwie war doch da gerade noch ein anderer Weg. Ach so, hier hoch. Ach. Ja, aber hier war ich ja bestimmt schon. Ja, ja. Natürlich. Da hinten war das Lager von denen. Stimmt. So, ach so, das Gold reicht ja. Wir haben ja schon was abgegeben, fällt mir gerade ein. Ach dann, na dann. Warum mache ich mir dann so eine Mühe hier? Dann haben wir es doch schon. So, ruckel. Ruckel, abgezuckel. Und hin zum, wie ist er, Nemrock, oder? Wie ist er, Nemrock? Ich glaube. Also ich würde ja mal die Leute, die hier irgendwie mit Artefakten handeln, so klammheimlich, die würde ich ja mal verknacken, hier in die Minen reinzugehen und so. Aber ist ja nicht mein Ding hier, also ist ja nicht mein Bier, das gebraut wird. Gut. Keiner mehr was zu erzählen. Dann gehen wir hoch zum Nemrock, klären das ab und dann geht's ab in den Schamanenpalast, in den Tempel, so heißt's. Ne Mignon. Hier hast du Goldbrocken. Gut. Endlich. Hier ist dein Lohn. Yippie-yay. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer Grog? Du hast schon viel für Geldern getan. Du darfst zu ihm. Nun gut, Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Okay. Musste mal sein, meine Stimme ist irgendwie reichlich, ja, kratzig heute, ich weiß auch nicht. Halt. Was denn? Ich darf rein. Meine Güte. Lass mich vorbei. Du kannst rein.
Siehste? Brauchst du mich dann nicht erst so blöd anblaffen und aufhalten. So. Ins schicke Tempelchen hier. Krieger, überall Krieger. Und da ist Grog, unser Freund und Chef in Geldern. Hier steht was über Alchemie. Werden wir erstmal noch ein bisschen uns weiterbilden hier mit den Buchständern. Über Alchemie bestimmt größtenteils. Und aber dann... einige unter den Nomaden wollten uns nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die in uns folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Seht ihr mal, wieder ein bisschen Geschichte aus Varant gehört hier, über die, den Ursprung der Nomaden. Und dann noch bitte was über Alchemie. Oder uninteressant ist. Also das ist ja auch zu erwarten, dass man, wenn man hier zu den großen Schamanen geht, dass die uninteressante Bücher herumliegen haben. Und Innos sprach zu seinen Dienern, errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihm geheißen war. Es ist aber auch ein Glück, dass bei den Büchern, die die Geschichte hier von Varant und Myrtana behandeln, dass die Seiten immer so aufgeschlagen sind, dass wir es in chronologischer Reihenfolge haben, oder? Sag, was du willst, und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mora? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höherem Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Hast du was für mich zu tun? Ja. Ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass ich in den umliegenden Gebieten Druiden gemacht habe. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Runak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt, um sie zu finden. Ach, müssen wir doch noch Druiden töten. Ich fasse es ja nicht. Aber wenn wir in der Gunst der Orks steigen wollen, dann möchten wir das wohl machen. Naja, müssen wir später mal schauen, ob wir vielleicht irgendwann mal auf so ein Waldläuferlager treffen werden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, aktiv danach zu suchen, weil das in sehr zeitraubende Waldstreifzüge ausarten könnte und das ist ja auch uninteressant. Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nachtmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mora! Aber hier finden wir den ersten Hinweis darauf, wo wir Xardas finden können, nämlich in Nordmar. Dort hat er sich nämlich ein neues Türmchen wachsen lassen. Und da werden wir irgendwann später sicherlich auch nochmal vorbeischauen. So. Wohin hast du deine Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolog ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Doch es ist schon einige Zeit her, dass er sich gemeldet hat. Geh und sieh nach, was die da treiben. Aber beeil dich damit. Ich hasse es zu warten. Klar? Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tierarten verschrieben haben. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen, um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkelche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben. Mir wäre wohler, sie befänden sich in unserem Besitz. Ich werde die Feuerkelche bringen. Nun ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde ja sowieso nicht alle zusammenkriegen. Aber ja, wir können es ja mal annehmen, ist ja eigentlich egal. Das sind dann hier die großen raumgreifenden Quests. Ich meine, wir stehen hier vor dem Obersten der Schamanen, ne? Da sind die Quests etwas, sagen wir, weittragender, als wenn wir hier irgendwie mit irgendeinem popligen Söldnerführer hier in Geldern reden. Also, du weißt, was du zu tun hast. Geh
und suche alle Feuerkelche und dann bring sie mir, bevor die Feuermagier sie in die Finger kriegen. Klar? Klar. Eigentlich würde es ihm reichen, wenn er einen einzigen Feuerkelch kriegt. Er braucht eigentlich gar nicht alle zu finden. Gunok und sein Druidensuchtrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Was sagst du da? Gunok ist immer noch hier? Ja. Gunok wird seine gerechte Strafe erhalten. Hier, nimm. Oh, da haben wir ja jetzt gepetzt. Sowas aber auch. Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Mora. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen alle noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Das ist ja freundlich. Jetzt haben wir eine Karte gekriegt über die Ork-Ausgrabungen. Da sind dann überall Kreuze hingesetzt, wo die ganzen Tempel zu finden sind. Die wird uns später bestimmt mal noch nützlich sein. Die wird nämlich auch große Teile Varanz mit umgreifen, wo die meisten Tempel mit sind. Und da werden wir dann ein paar, ja, einige Artefakte dann schon noch so finden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der Einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst. Ja, und mit dem scheinst du es dir ja verschatzt zu haben irgendwie, oder zumindest kannst du ihn nicht leiden, ne? Aber wir werden das schon rausfinden später noch, da bin ich mir sicher. Wenn wir dann zu Xardi Bardi mal irgendwann gehen, und solange nehmen wir erstmal kurz Platz und halten inne und ruhen uns aus auf dem schicken Schädelthron hier. Sowas will ich auch zu Hause haben. Hat doch was irgendwie, oder? Naja gut, die Bücher, die haben wir jetzt alle durchgeschaut. Ich wollte nur noch mal kurz gucken, was der hier so hat. Schatulle, Goldpokal. Gut, das sind alles bloß Sachen, die was fürs Geld werden. Aber was wirklich wichtig ist, scheint nicht mit dabei zu sein. Okay. Da gehen wir mal jetzt noch hier in den Seitengang des Tempels, denn hier gibt's da bestimmt auch noch was Schönes. Außer Schamanen. Wir reden später, Mora. Ja. Viel Erfolg, Mora. Ist das nicht schön, wie freundlich die Jungs auf einmal sind? Wir passen auf. Ja, das ist lieb von dir, dass du aufpasst auf mich. So, was haben wir denn hier? Hier liegt schon mal ein Grachtnack rum oder sowas? Wie heißt denn das? Ach, Magierstab, okay. Hier gibt's keine orkischen Namen mehr dafür, das ist ja auch super. Okay, also man könnte sich ja bedienen, wenn man könnte. Aber wir können nicht. Oh, schönes Gitarren-Solo hier, oder Gitarrenbegleitung. Gefällt mir. Hier steht was über Alchemie. Und wieder was über Alchemie gelernt. Das ist schön, sämtliche Punkte, die wir bis jetzt geholt haben für Alchemie, sind alle jetzt da rausgekommen. Aber wir sollten noch irgendwelche Goldteile... Ja, wir sollten irgendwelche Goldteile sammeln. Die liegen hier ja auch rum. Gut, wir speichern mal. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Die Schamanen, die sind ja alle beschäftigt. Wir müssen bloß schauen, dass nicht gerade eine Wache vorbeikommt oder sowas. Du wagst es, mich zu bestätigen. Was? Hab ich gar nicht. Das ist ein Missverständnis. Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe... Nein! Gut, laden wir. Ja, man konnte es ja mal probieren. Ich frage mich auch, wie er das mitgekriegt hat. Schließlich haben alle mit dem Rücken zu mir gestanden. Aber ja, die Schamanen, die haben bestimmt Hinterköpfe in den Augen. Das auch. Aber hauptsächlich Augen in den Hinterköpfen. Okay, vielleicht müssen wir dann irgendwie mal Nacht werden lassen, damit die Jungs ins Bett... gehen und dann können wir vielleicht nochmal einen neuen Versuch starten. Solange würde ich aber sagen, sehen wir uns erstmal weiter um hier. Was haben wir denn noch? Ja, 70.000 Elitekrieger, die hier durch die Gegend latschen und sich ein Stelldich eingeben, was auch immer die hier tun, ich weiß es nicht. So, vielleicht haben wir noch was im Hinterhof liegen. Außer eine Holzfäller-Axt. Aber sieht irgendwie weniger danach aus. Aber schick ist es hier. Also so schön ruhig irgendwie. Könnte mir gefallen hier. So. Diese Wachen, die haben alle Hummeln im Hintern. Das geht überhaupt nicht.
So, gucken wir noch hier drüben mal kurz und dann können wir ja mal schauen, ob wir hier irgendwie schlafen können bis Mitternacht.